finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden. Welcher verkauft den Tod? Hey, ich hab dir kann bloß an Planned Sharon. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. So, hier töten wir den nächsten Ninja. Die haben sich jetzt wirklich alle zusammengetan? Das ist doch total behindert. Hey, wir haben ein paar also echt jetzt. Kunden, die uns die Ärsche versohlen wollen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Raisins und Ninjas, nein. Hoi. Homona. Akkoda da rein. Ein Sturm zieht auf. Ja. Mach die bitte platt. Das macht schon ganz gut Damage. Ich will erst den Weißen hier loswerden. Komm, weg damit. Wir will ein Eis. Oh, ein Eis. Mmh. Eis. Gott sei Dank seid ihr Ninjas gekommen. Nein. Ihr wart so lang. Nein, echt nicht. Super, führst mich nicht. So, kriegen wir den down? Ja. Der erste Ninja ist weg. Wunderbar, schleiß doch mal erst auf. Ja, so wie immer. Nein, nein. Nimm das, nicht Kenny. Es ist soweit. Wie unfair. Das ist einfach nur unfair. Ich möchte aber auch nicht so den Schaden anrichten. Das ist... Ich will Kenny nicht unbedingt so verlieren. Okay, ich hätte hinten stehen bleiben sollen. Ich dachte, ich treffe die andere noch. Ach doch, hat gepasst. Das hat man gerade etwas schlecht gesehen. Nein, nein. Ayama! Mixer! Ich hasse euch! Scheiß Raisins! Ach komm schon! Als wäre ich auf Vibrieren gestellt! Ach. Hey ihr Süßen, ich hoffe ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. So ein ist das also. Ich würde... Super Mac wird gestartet. Ich rufe sie an. Mal schauen, was kommt. Yo, Classy. Du bist tot. Danke, Mann. Geile Sau. Das habt ihr davon. Legt euch nicht mit mir an. Ach, ich habe ja auch eine neue Ultimativkraft. Erstmal angucken. Sie macht doch keinen Schaden. Sie macht die nur wütend. Ist natürlich jetzt irgendwie blöd. Enter the Eye of the Storm. Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Ja. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Nein. Das wird unschön. Ach, ich will nicht bezaubert sein. Aber hat sich ja jetzt sowieso erledigt. Die Freedom Pals werden siegen. Geil! Ja, Mann, mega geil. Der Tod in allen Facetten, meint der Waffenladen? Entweder meint er einen Waffenladen oder ungewollte Schwangerschaften. Toll, jetzt wo er das sagt, wahrscheinlich ist es der Waffenladen. Mann. Ich dachte, ich hätte das Rätsel allein gelöst. Ich meine, das wäre meine zweite Wahl gewesen. Von daher schon gut. Ich möchte trotzdem erst hier gucken. Wer weiß. Ich komme hier sonst auch nicht rein.
bevor sie uns die Bude dicht machen. Ein Fehler gemacht? Dann bist du hier richtig. Aha, meine erste Mensch. Ah, ja, 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 klar, klar, ja, ja, nee. Einen tollen Tag noch. Halt die Schnauze. Okay, wir sind hier falsch. War der Typ gerade mit zwei Weibern da? Zwei ungewollte Schwangerschaften auf einmal? Ja, ist auf jeden Fall irgendwie blöd gelaufen für ihn, ne? Also gut, wir müssen ganz offensichtlich doch in den Waffenladen. Was nicht unbedingt schwierig werden dürfte. Von mir ein Zingy-Tingy Faust-Sandwich. Au, du ja. Hast echt keinen Thread, Arschloch. Hier hast du ein Faust-Sandwich, du. Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Ach, habe ich das ja? Komisch, das denkst bloß du. Ich bin mir relativ sicher, ihr seid die richtigen Raisins, mit denen ich mich anlege. Oh, sowas dürfte eigentlich nur Mädchen passieren, die bei J-Mart einkaufen. Hey, lasst ihn in Ruhe! Bestellt ihr Süßen? Nein, doch nicht hier draußen. Was soll ich denn hier bestellen? Und wie bist du denn drauf? Nein, so. Der kommt also nicht bis dahinter, jedenfalls nicht von da aus. Ja gut, dann bleibt er schön hinten in der Ecke stehen. Die Girls kommen von alleine nach vorne. Nee, nur eine. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Lass den Scheiß. Ich will nicht verzaubert werden. Ja, die halten inzwischen aber auch alle schon ordentlich was aus. Wunderbar, schleißt normal der Arsch auf. So toll, dass ihr da seid. Ja, Mann. Echt voll sweet. Voll sweet so. Hau ab. Kriegst jetzt erstmal auf die Schnauze. Verdammt, Mysterion, hast du geübt oder sowas? Zeit für die Chopper-Party! Toll. Ach, warum kann der denn... warum nicht? Ja, das eine stirbt. Okay, außen war es lustig. Wobei, weil wir... ich habe kein Funkgerät mehr. Ja, gut. Bevor er gar nichts macht, holen wir Classy wieder. War ja auch lustig. Du bist tot. Ja, Mann. Das hat sie davon. So, ich... um wen kümmere ich mich denn jetzt am besten? Eine stirbt. Die andere scheint nicht in Reichweite zu sein. Oh Mann, bin ich dran? Ja, Mann, du bist dran. Schock die Alte mal. Oh mein Gott, unter Strom stehen ist voll Kacke. Nein. Nicht Mysterium. Oh, und nicht Tupperdose. Oh, scheiße. Hier kommt dein Tod. Danke, Leute. Danke, ihr seid echt, echt gute Freunde und so. Mit unsterblichen Viertklässlern an. Tupperdose hält alles frisch. Ja. Danke für nichts. Wirklich, das ist toll. Was ein bisschen doof ist, ich sehe hier nichts, wo ich angreife. Vielleicht sollte ich mich erstmal so ein bisschen heilen. Das wäre vermutlich nicht verkehrt. Statuseffekte, bla 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 bla. Oh Scheiße, bin ich dran? Warum tut keiner was? Friss. Mach Gebrauch davon. Mysterion, halt die Schnauze, du hast uns verraten. Ich will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen. Haben wir seine Ultimativkraft schon mal gesehen?
Oh. Geil. Achso, das war das. Okay. Ich sag dazu nichts, ich gönn ihnen das. Ihre junge Liebe. War klar, dass wir gewinnen. Ja, ich hab's verstanden. Alter, wie redet der mit mir? So, die hatte ich schon. Ich muss mir das Gelaber nicht unbedingt schon wieder anhören. So. Kann ich mir bei dem vielleicht auch zufällig eine Schrotflinte kaufen? Das würde das Spiel ein ganzes Stück einfacher machen. Auf lange Sicht. Wir kämpfen für alle unterdrückten Ach, komm schon. Der Welt. Ich habe hier keine Zeit für. Du hast echt keinen Zweck, Arschloch. Wie redest du mit mir? Mir ist so langweilig. Zum Glück seid ihr vorbeigekommen. Ja, gerne. Ist doch kein Ding. Für die Fans doch immer. Ja, Mann. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meinen Daddy, Schnucki. Was? Ich muss mein Make-up checken. Mach Wunderarsch, lieber nicht wütend. Ja, mach Wunderarsch, lieber nicht wütend. Runter von der Straße, ihr Scheißbäger! Okay. Ich bin dran. Ich war gar nicht auf der Straße. Genau genommen. So, die beiden schock ich mal. Hier blitz ich ein. Alter. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Was ist das für eine Aussage? Hier blitz ich eine. Hast du den Blitzer nicht gesehen? Noch einer erledigt. Ja. Führe Gefechtsprotokolle aus. Oh komm, bleib da einfach stehen. Du machst eh bloß Scheiße. So, eine stirbt. Drei kriegen Schaden. Aggressor neutralisiert. Sehr schön. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die nutzen. Jo. Genau. Für alle auf der Welt, die. Keine Ahnung, ich hab nicht genau zugehört. So wie immer. Ich höre niemandem zu. Kürze, mach mich fertig. Du viel Druck. Dann wird nochmal geschockt. Oh mein Gott, alles tut weh und ich sterbe. Ja, Mann. Das alles ist. In Ordnung? Super. Das ist schon irgendwie doof, ne? Verflucht. Oh mein Gott, damit bin ich so fertig. Ja, du bist erstmal tot. Was darf denn sein? Wie, die lebt noch. Ach, was soll das denn? Hier kommt Mysterio. Tot. Tot. Wir verlieren! Was? Das wird schon. Ich mische sie jetzt auf. Wir verlieren nicht? Warum sollten wir verlieren? Warum redet der so? Wir haben gewonnen. Das war echt easy. Wie immer halt. Doppelten Espresso. Oder vier. Ja, mein vier doppelte Espresso. Ich kann Farben hören. Girls. Jimbo. Wir sind fast da. Ich will immer noch diese Wand hier kaputt machen. Okay. Was hat es mit diesem Auto auf sich? Kann ich das ziehen? Warum zeigt er das so an?
so werden Dinge rückgängig gemacht. Lass das! Ah, da ist eine Gasflasche drauf. Ah. Na dann mal los. Wow, hat sich super gelohnt, ist bloß eine Kiste dahinter. Ja, aber besser haben als brauchen, ne? Das nehmen wir natürlich mit. Lass schwule Fische schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lass schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage, was wohl der schwule Fisch gerade macht. Das ist meine große Herausforderung. Die Last auf meinen Schultern. Ich muss den Leuten helfen, uns zu verstehen. Weißt du, was ich damit... Power, ready. Kann der Fisch bitte die Fresse halten? Gleich endet der Rest deines Lebens. Und warum liegt die Alte da hinten so komisch? Das ist irgendwie... ein bisschen verstörend. Okay, drei Gegner. Wir haben erstmal alles analysiert. Die sollten wir doch wohl dem Erdboden gleich machen können. Ninja Speed, fails me. Nein. Nein. Ultimate Ninja Power. Hamana. Okay, ich glaube, ich bin bereit. Ich glaube auch. Okay, ne, das ist irgendwie kacke. Kann ich. So, da treffe ich wenigstens zwei. Ich verstehe euch nicht. Das ist nicht meine Sprache. Wenn du deinen Arsch nicht in Bewegung setzt, fahre ich dich über den Haufen. Ja, ist gut. Okay. Das wird unschön. Ich bitte darum. Dass das hier wirklich unschön wird. I am like mountain. Ja, du bist wie ein Berg. Tiger in the grass. Ach toll. Jetzt spawnt er wieder so ein Penner. Ziel erfasst. Wir müssen den loswerden. Den als erstes. Super Tornado aktiv. Body 4. Ah ja. Oh, Mana. Ui. Just a fresh wound. Ninja. Pump up Junbi. Nicht mit mir. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Schade, dass ich den weißen Ninja nicht schlagen kann. Da komme ich nämlich gerade schlecht hin. Aber um den kümmern wir uns auch gleich. Kein Problem. Das Wetter schlägt um. Ja. Verstehe ich. Da treffe ich den nicht. Dann solltest du vielleicht dich weiterhin um mehrere kümmern. Donnerlittchen! Curse is upon me! Es ist soweit. In der Tat. Lohnt sich fast so gar nicht. Aber bevor er noch einen neuen Ninja dazu holt, kümmere ich mich lieber gleich drum. Hör doch auf damit. Diese Schurken sind bereit für den Tupper-Mac Mark 3. Sind sie das? Bist du dir da sicher? Probieren wir es aus. So, dann räumen wir auf hier. Sind wir zumindest den einen los und können uns jetzt alle um den letzten kümmern. Der ist einfach das Letzte. Und was hat es jetzt mit der Alten auf der Parkbank auf sich? Das kapiere ich noch nicht so ganz. Ich würde sagen, die beträgt 100%. In Mathe war er wohl nicht so gut.
kann sie also auch nicht wachfurzen. Hier hinten sind noch mehr Flaschen. Warum liegt die da? Wow. Ja. Dann eben nicht. Dann bleib doch liegen, wo du bist. Hier liegen überall Pfandflaschen rum. Was ist hier los? War ich schon da oben an dieser Box? War ich schon da oben? Ja, doch, da oben war ich schon. Ich kann mich erinnern. Erinnerst du? Ich erinnere. Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Ja. Du bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Nee. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Wirklich? Mit dem hier? Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Ja, danke. Du bist ein Spaß, du bringst Leute um, aber wir können trotzdem ein Bild machen. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Spielplatz. Ganz klar, Spielplatz.